Video will ich mal wieder eine von meinen DVD-Boxen vorstellen, zeigen, was auch immer. Dafür werden einige Leute werden sagen, oh mein Gott, das ist so crazy. Im Hof die 5 Originalfilme. Ich muss leider zugeben, ich musste mir die als Kind öfter angucken und fand die jetzt gar nicht so scheiße. Das ist halt die digital aufbereitete Fassung. Habe ich mir vor einiger Zeit mal bei Amazon gezogen oder bei eBay oder woanders. Ich glaube bei Amazon, weil ich viel bei Amazon kaufe. Und ja, so sieht diese DVD-Box aus. Da hat man dann noch dieses wundervolle Heftchen dabei, wo dann über die verschiedenen Schauspieler was drin steht. Wie sie zum Film gekommen sind, wann sie geboren sind, wann sie gestorben sind. Zum Beispiel hier hätten wir Heidi Rosemarie Brühl. Die ist ja relativ früh gestorben. Obwohl ich glaube, ich weiß gar nicht, wann die anderen gestorben sind. Ja, und dann hat man hier halt noch Bilder von den Drehorten drin, damals und heute. Wo man sehen kann, dass sich nicht wirklich so viel verändert hat, um ehrlich zu sein. Ja gut, bei dem Bahnhof natürlich, ist klar. Aber hier zum Beispiel Bad Malente finde ich sehr nice. Vielleicht müsste man da auch mal hingehen, ein bisschen Wasser treten oder wie die das genannt haben. Naja, noch mehr Drehorte damals, heute. Ja. Wie gesagt, ich habe mir die Box gekauft, weil ich damals als Kind halt damit aufgewachsen bin. Habe sie mir, glaube ich, auch noch nicht angeguckt. Was ich aber mal tun werde, so in alten Zeiten, schwelgen und so. Also nicht, dass ich da so alt wäre, um damit aufgewachsen zu sein. Aber sowas kam halt früher, so 80er Jahre, öfter mal im Fernsehen. Weil die Filme sind ja von, lasst mich mal kurz nachgucken. Die drei Mädels vom Imhof 1955, okay, das war jetzt nun weit vor meiner Zeit, sehr weit vor meiner Zeit, da war noch nicht mal mein Vater, doch mein Vater war schon geboren. Gut, jetzt habt ihr die mal gesehen, ist auf jeden Fall eine Box, die ich ziemlich cool finde, auch wenn sie eigentlich nicht zu der Thematik passt, die ich heutzutage gucke, weil heutzutage bin ich eigentlich mehr der Serien-Junkie, Science-Fiction, Fantasy, ja, so in die Richtung halt. Okidoki. Habt ihr das Ding mal gesehen? Meines Erachtens lohnt sich's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann, ciao.